Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Schulfit, Schule, Lernen. Wie wird gelernt? Wie kann man leicht lernen? Was ist Schule? Dafür haben wir jetzt Martina Schul von Schulfit. Du hast die Bühne. Ich freue mich, heute Abend mit euch ein Thema zu besprechen. Ihr kennt mich eigentlich, Martina, schon. Robert hat es gerade schon gesagt. Ich leite meine Schulen, Schulfit, Nachhilfe und Förderung und Coaching, seit 16 Jahren unter diesem Namen. Insgesamt übe ich diesen Beruf aus seit fast 26 Jahren. Wir sind ansässig im Landkreis Leer, in den Zentren jeweils, in Leer in der Innenstadt und Wasingsveen mitten im Zentrum, sodass wir für alle gut erreichbar sind. Das Thema heute für euch betrifft euch alle oder hat euch alle schon mal betroffen. Schule, Lernen, jeder von uns musste zur Schule gehen. Kinder habt ihr vielleicht noch, die schulpflichtig sind oder vielleicht auch gerade aus der Schule raus sind. Vielleicht mit dem Studium begonnen haben oder mit ihrer Ausbildung, also somit auch noch mit dem Thema Lernen befasst sind. Der ein oder andere macht berufliche Bildungen, Umschulungen, was auch immer. Also das Lernen hört so schnell nicht auf, wenn man die Schule verlassen hat, sondern es geht eigentlich ein ganzes Leben lang weiter, in welchen Bereichen auch immer. Und es betrifft nicht nur das kognitive Lernen, das heißt Wissensaufnahme von Dingen, die angewandt werden müssen, sondern wir lernen ja auch, uns persönlich zu entwickeln. Vor allem hier in diesem Kreis, in dieser Runde, sind wir alle daran interessiert, uns insgesamt persönlich weiterzuentwickeln, um besser natürlich noch im Beruf klarzukommen, aber oft auch eben einfach im Leben, mit den Mitmenschen, mit dem Partner, mit den Kindern, mit Kollegen, mit Vorgesetzten, mit wem auch immer, wer uns im Leben so begegnet. Die Nachhilfe, die boomt seit Mitte der 70er Jahre. Sie fing an im Wohnzimmer, wo Schüler hinkamen, lernten, wurden unterrichtet. Es kam immer mehr dazu, sodass sich größere Gruppen gebildet haben. Dann reichte das Wohnzimmer irgendwann nicht mehr aus. Dann wurden Schulen gegründet. Daraus haben sich ganze Franchise-Ketten entwickelt. Mittlerweile, heutzutage, ist es so, dass seit einigen Jahren die Nachhilfe sogar staatlich gefördert wird für sozial benachteiligte Menschen oder Familien, damit deren Kinder halt eben teilhaben können am kulturellen Leben, mit der Bildung, in der Schule, mit auf Klassenfahrten fahren können zum Beispiel oder halt eben auch Nachhilfeunterricht in Anspruch nehmen können, was letztendlich sich auf die ganze Gesellschaft auswirken wird. Gut ausgebildete Schüler sind die Zukunft von morgen für unsere Volkswirtschaft. Ich möchte keinen Vortrag für euch halten, sondern ich möchte ganz gerne mit euch in Kommunikation treten, mich mit euch unterhalten, eben über genau diese Themen Lernen, Schule, wie funktioniert das Ganze, wo gibt es Schwierigkeiten, wo gibt es Probleme, wo gibt es Lösungen, ganz wichtig, mir persönlich ganz wichtig, dass beim Lernen oder auch bei den Schülern, die zu uns kommen, dass die Lösungen bekommen, dass die aus der Situation, in der sie häufig sind, mit negativen Erfolgen, Misserfolgen, Frust, dass die erfahren, Mensch, Lernen kann ja ganz toll sein. Wenn ich weiß, wie es geht, wenn ich eine Anleitung habe, dann habe ich super Erfolge und ich kann mein Leben so bestreiten, wie es mir dann später gut gefällt. Ich finde es ganz spannend, dass Carsten vorher über das Thema Motivation gesprochen hat. Also daran knüpfe ich jetzt quasi an. Motivation ist ein Schlüssel, kann man sagen. Oder der Schlüssel überhaupt, um Erfolge zu haben. Ohne Motivation, ohne dass Schüler, dass Menschen Ziele haben, etwas zu machen, werden sie nichts erreichen. Wozu? Besteht ja keine Veranlassung. Ich würde ganz gerne zunächst einmal die Frage in den Raum werfen, wächst der Druck auf unsere Schüler oder überhaupt auf
Menschen, die lernen wollen, lernen müssen. Was glaubt ihr? Haben wir heutzutage mehr Druck als früher oder vielleicht weniger Druck? Ist es alles vielleicht ein bisschen einfacher geworden? Was glaubt ihr? Es ist mehr Druck. Es ist in allen Bereichen, soll man gewisse Ziele erreichen und es sind immer wieder Tests und Prüfungen und die sind, glaube ich, schon mehr wie früher. Ja. Dass man getestet wird. Ja. Ja, genau, das hört nicht einfach mit der Schule auf, ne, sondern ja. In Fortbildungen wird man getestet, zum Beispiel bei Bewerbungen natürlich. Ja, die Ansprüche werden auch immer höher gestellt, um einen bestimmten Beruf zu erreichen. Früher konnte man bestimmte Berufe mit der Hauptschule erreichen, was heute einfach gar nicht mehr machbar ist. Also muss ich mindestens den Realschulabschluss, um überhaupt was zu erreichen. Mhm. Also ist der Druck ja auch stärker dafür, ja. Ja, genau, ja. Gibt es vielleicht auch andere Bereiche, wo ihr meint, nö, weniger Druck oder ist es vielleicht irgendwo leichter geworden? Fällt uns jetzt erstmal so nichts ein. Mhm. Wenn wir also großen Druck haben, wie können wir denn damit umgehen? Wie können wir uns denn motivieren oder unsere Schüler motivieren, doch was zu machen? Springender Punkt. Wie motiviert man jemand? Ich wüsste es nicht. Warum fehlt Ihnen denn überhaupt die Motivation? Bequemlichkeit. Wissen nicht, wofür Sie das tun. Ja, beides richtig, genau. Also zwei ganz wichtige Punkte. Und wenn ich nicht weiß, wofür ich etwas tue, warum soll ich mich dann aufraffen und meine Bequemlichkeit überwinden? Hm. Kann es auch daran liegen, dass ich mir das selber nicht zutraue? Hm. Das ist unser Job im Schulfit, da anzusetzen, dass wir die Schüler da abholen mit der mit dem Punkt, an dem sie zu uns kommen, dass sie sagen, so, du bist jetzt erstmal so in Ordnung, wie du bist, mit dem, was du kannst und was du, auch was du nicht kannst. Deine Schwächen sind völlig in Ordnung, Stärken sind natürlich super. Und jeder hat Stärken. Jeder hat Schwächen, aber eben auch jeder hat Stärken. Und dass die Kinder, die Schüler Stärken haben oder auch Erwachsene Stärken haben, das ist ihnen häufig gar nicht so wirklich bewusst. Und da müssen wir ansetzen und schauen und gucken, wie kitzeln wir das heraus, damit sie an sich glauben und merken, Mensch, ich kann ja tatsächlich was erreichen. Trotz meiner Misserfolge, wie ich bislang hatte, ich kann aber was erreichen. Dadurch wird Druck, über den wir vorhin gesprochen haben, schon verringert. Was aber auch ganz wichtig ist, ist, dass sie eben tatsächlich wirklich konkrete Erfolgserlebnisse haben. Sprich, kommen besser klar mit den Hausaufgaben. Nächste Mathearbeit, Englischarbeit, Deutscharbeit, Französisch, was auch immer, wird besser. Es ist keine 4 mehr, keine 5 mehr, sondern es ist vielleicht mal eine Note besser. Erstmal, wenn wir anfangen. Unsere Kinder, unsere Schüler sind ja sehr eingebunden, abhängig in die Umgebung, in der sie aufwachsen, groß werden, sprich Elternhaus. Schule natürlich, Umfeld, Freunde und so weiter. Das Elternhaus spielt eine ganz große Rolle. Bezugspersonen, Lehrer, Lehrer auch im Schulfit. Und diese Erwachsenen, die haben häufig nicht den Bezug zu den Kindern, zu den Problemen, die die Kinder haben. Und können sich also somit gar nicht damit identifizieren und wissen nicht, warum hat mein Kind dann die Probleme? Warum will es denn nicht lernen? Warum ist es denn bequem oder nicht motiviert? Oder warum sperrt es sich, Hausaufgaben zu machen? Dann geht die Diskussion los. Kind kommt mittags nach Hause, wenn es gut läuft, mittags, nicht später. Und Mama fragt, wie war es denn in der Schule? Ja gut, ja, keine befriedigende Antwort. Ist aber ja auch eine doofe Frage. Was soll man denn darauf antworten? Was hast du denn heute auf? Ach, lass mich erstmal eine Pause machen. Ich lerne später. Schreibst du eine Klassenarbeit? Ja, Mama, ich lerne später. So, das zieht sich den ganzen Nachmittag über so hin. Bis zum
frühen Abend, sage ich mal. Bis dahin hat sich schon eine Menge Frust aufgebaut. Kind ist genervt. Mama wird immer aufgeregter, weil das Kind immer noch nicht angefangen hat zu lernen. Der Tag wird immer kürzer, Zeit wird immer knapper. So. Dann kommt irgendwann Papa nach Hause. Was habt ihr denn heute gemacht? Was hast du denn gelernt? Ja, noch immer nichts. Ja, du musst doch Mathe üben, du musst doch deine Vokabeln üben und so weiter. Und schon hängt der Haussegen schief. Und das ist ja nicht nur heute so, das ist morgen und übermorgen und wenn es schlecht läuft, im Alltag so. Deswegen ist es so wichtig, dass sich die Eltern auf das Kind einstellen und versuchen, das nachzuvollziehen. Warum will mein Kind denn nicht lernen? Wo sind denn die Schwierigkeiten? Warum hat es denn keine Motivation, keinen Bock anzufangen zu lernen? Kennt ihr das aus eurer eigenen Erfahrung? Wisst ihr irgendwas dazu zu berichten? Wie war das bei euch? Eine Quälerei. Ja, eine Quälerei. Ja. Für beide Seiten. Für Kinder und für Eltern. So, da setzen wir im Schulfit an und laden oft, wenn die Situation so verfahren ist, Kinder und Eltern zu einem Gespräch ein. Das können ein-, zweimal sein, dreimal vielleicht, wo wir dann miteinander sprechen und welche Bedürfnisse hat denn jeder. Weil genau das, das findet im Alltag nicht statt. Es passiert das, was ich vorhin erzählt habe. Der Frust wächst immer mehr, aber gegenseitiges Verständnis ist nicht da. Das Kind hat auch kein Verständnis dafür, warum Mama denn dauernd so nervt und Papa dann oben noch einen draufsetzt. Wenn man sich dann aber mal zusammensetzt und schaut, wie sind denn die Bedürfnisse vom Kind, wie sind aber auch die Bedürfnisse von den Eltern, dann macht man das mal bewusst. Keiner von denen hat sich bis dahin wirklich Gedanken gemacht, ja, wie fühlt sich denn der andere, was hat er für Wünsche, was hat er auch für Ängste, für Sorgen. Wenn man nicht motiviert ist und unter Druck steht, spielen Ängste und Sorgen eine ganz, ganz große Rolle. Weil man weiß ja, man müsste eigentlich was machen, man müsste es eigentlich besser machen, besser wissen, aber man kriegt es halt eben einfach nicht umgesetzt. In diesen Gesprächen schauen wir halt, welche Bedürfnisse hat der Einzelne und schauen dann eben auch, wie kriegen wir das dann gelöst. Weil die Lösung, die ist eigentlich gar nicht schwer. Wenn wir wissen, was möchte der Einzelne, was ist dem wichtig, können wir es aufschreiben im besten Falle, einen Plan erstellen, uns nach ein paar Wochen nochmal wieder treffen und schauen, hat es funktioniert, wie wir uns das überlegt haben. Und in allermeisten Fällen ist es tatsächlich der Fall. Der Druck ist rausgenommen. Alle merken, da passiert was, da ist eine Lösung in Sicht und durch diesen genommenen Druck entsteht mehr Motivation und auch automatisch mehr Erfolge, weil man ist ja nicht mehr so unter Anspannung. Und wenn man zusätzlich die konkrete Unterstützung und den Unterricht im Nachhilfeunterricht haben, uns auf die Arbeiten vorbereiten können, Hausaufgaben machen können und so weiter, dann entspannt es sich in der Regel ziemlich schnell, ganz wunderbar. Der Haussegen hängt wieder schief. So, dann haben wir ja es jetzt erreicht, dass wir besser lernen können. Aber warum wollen wir denn überhaupt lernen? Warum wollen die Schüler dann lernen, wenn sie endlich merken, es geht voran? Warum wollen Erwachsene noch lernen? Und warum wollt ihr lernen? Um das Ziel zu erreichen, um seine, in meinem Fall, um meine Wünsche zu erfüllen. Na, mit meiner Umschulung, dass ich meinen Abschluss mit der Umschulung dann habe. Mhm. Genau. Ja, man lernt ja auch, wenn man was können will. Also wenn ich einen Führerschein mache, will ich Auto fahren. Wenn ich einen Bootsführerschein will ich Boot fahren. Wenn ich eine Musikschule mache, will ich ein Musikinstrument können. Dann willst du aber vielleicht auch noch Spaß haben. Ne? Du willst nicht einfach nur ein Ziel erreichen, weil du sagst, boah, das möchte ich gerne können oder wissen. Du willst auch noch Spaß haben dabei. Ja, ganz wichtig. Und selbst wenn ein Junge sagte mal, ich brauche nicht schreiben und lesen, ich will nur Bagger fahren. Ja. Ich muss auch einen Führerschein haben, musst du lesen und schreiben können. Und du musst nachher auch noch berechnen können, wie viele Meter du ausbaggern musst. Genau, und ja. Dann macht das Kind weiter. Genau, ja, so ist das. Genau. Ja. Aber wenn ich ihm sage, du kannst auch so Bagger fahren,
Das wird aber auch nicht funktionieren. Nee. Und dann haben wir Misserfolg. Genau. Genau. Ja. Mhm. Ja. Was kann Wissen denn noch mehr bedeuten? Wissen kann persönliche Freiheit bedeuten, dass ich mir tatsächlich das erfüllen kann, was ich gerne möchte. Und wenn ich Wissen habe, kann ich Dinge auch einschätzen. Ich weiß, wie sie funktionieren. Ich kann Stellung nehmen, kann mir eine eigene Meinung bilden. Ich bin nicht abhängig vielleicht von anderen, die mir sagen, was ich zu tun habe. Ich kann selber entscheiden. Wissen ist Macht. Wissen ist Macht, ja, genau, ja. Ich kann mein Leben selber gestalten, ne, so wie ich das möchte, wie mir das Spaß macht, was ich gerne tun möchte. Bootsführerschein machen, Musik machen, vielleicht in meiner Freizeit, wenn ich einen tollen Job habe, wo ich dann auch noch viel Freizeit habe und mir das dann eben auch entsprechend leisten kann. Das Konzept vom Schulfit setzt da an, natürlich das, was ich vorhin schon erzählte, eben zu üben, zu lernen, voranzukommen. Mit dem Ziel aber, mit dem ganz großen Ziel, was über allem steht, dass die Schüler im Schulfit Freude und Spaß am Lernen haben. Dass sie wirklich motiviert sind und an sich glauben vor allem. Dass sie Erfolge haben, dass sie positive Erlebnisse bekommen können und dass eben Sorge, Angst, Druck, das, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, dass das genommen wird, dass das weg ist. Wir wollen die Schüler begeistern, wir wollen ihnen vermitteln, dass Lernen was ganz Tolles ist, was sie begeistert, was sie das ganze Leben über hinweg mitnehmen können und dass sie das auch mit einer richtig super tollen Leidenschaft durchführen können. Das wollte ich euch gerne erzählen. Habt ihr Fragen noch? Oder möchtet ihr irgendwas dazu sagen? Habt ihr Anmerkungen? Was können ältere Barrieren? Ältere. Erwachsene? Genau. Ja. Zum Beispiel, wenn Sie eine berufliche Fortbildung machen, können Sie Unterricht bei uns nehmen. Meistens ist es Mathe, technische Bereiche. Studenten, die anfangen mit dem Studium, auch meistens mit Mathe. Manchmal ist es auch Englisch oder eine andere Fremdsprache. Oder ein Studium wieder aufnehmen. Manche machen ihr Abitur nach. Können da entsprechend sich vorbereiten auf die Prüfungen, sind sehr, sehr dankbar, dass es das gibt, dass es diese Möglichkeit gibt. Weil gerade in der Erwachsenenbildung ist man ja meistens auf sich alleine gestellt. Man macht etwas, man fängt etwas an, ist da super motiviert, will was erreichen. So, und wenn man dann aber merkt, oh ja, das ist aber schwer, ich habe vielleicht schon lange Zeit nicht mehr gelernt und da jetzt wieder reinzukommen in diesen Prozess, ist echt schwer, wer hilft mir denn da? Wo gibt es denn was? Da setzt Schulfit an. Was für Personal ist da denn? Sind das alles Lehrer oder sind das andere Berufe, die da Nachhilfe geben? Lehrer, ja. Aber auch aus anderen Sparten. Quereinsteiger, sagt man, so im heutigen Sprachgebrauch. Qualifizierte Leute natürlich. Ne? Qualifiziertes Personal, die entsprechenden Ausbildungen selber haben. Mhm. Mhm. Ja, wenn wir weiter keine Fragen oder Anmerkungen haben, bedanke ich mich bei euch, dass ihr so toll zugehört habt, für eure Kommentare, für eure Anmerkungen. Vielen Dank. Ja.